Leitstelle Bielefeld für den 6 KTW 4 kommen. Status 8, Status 1. Wir wissen nicht, was in einem Einsatz los ist. Es ist nur gemeldet, Atemnot schwer. Und der Christoph 13 fliegt jetzt gerade primär, um den Notarzt zu transportieren. Dennis Kutschmar ist Notfallsanitäter im ersten Ausbildungsjahr. Zusammen mit erfahrenen Kollegen ist er auf dem Weg zu einem Einsatz. Im Kopf schießen sofort ein paar Krankheitsbilder rein, die man jetzt haben könnte. Warum hat er jetzt die Atemnot schwer? Wie alt ist der Patient überhaupt? Und aber man versucht sich ein bisschen selber ruhig zu halten. Ein 60-Jähriger ist in seiner Garage gestürzt. Dennis darf mithelfen, aber es sind vor allem die bereits ausgebildeten Retter, die sich um den Patienten kümmern. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich kriege keine Luft. Alles klar. Martin, willst du das auf den Kopf da anschneiden? Ja. Damit nicht immer gleich Notärzte ausrücken müssen, gibt es jetzt einen neuen Beruf. Notfallsanitäter. Dürfte ich diese Hand einmal? Ich messe mal Blutdruck bei Ihnen. Ich brauche einfach nur die Hand. Was müssen Notfallsanitäter können? Der Patient ist inzwischen so weit versorgt, dass das Rettungsteam ihn ins Krankenhaus bringen kann. Einsätze wie dieser gehören zum praktischen Teil der Ausbildung zum Notfallsanitäter. Es ist super spannend, also gerade so Einsätze, wo man die Lage nicht weiß. Man fährt dahin, weil es halt einfach jeder Einsatz ist so individuell. Das ist so unterschiedlich und das macht halt einfach Spaß. Die Ausbildung findet aber nicht nur auf dem Rettungswagen statt. Es gibt zudem spezielle Rettungsschulen. Hier in Dortmund treffen wir auf die 4 angehenden Notfallsanitäter, die wir begleiten dürfen. Neben Dennis sind das Torben Korziol, Torben Seel und Alessandro Tavaglione. Die neue Ausbildung dauert 3 Jahre. Ein Jahr länger als die zum bisherigen Beruf des Rettungsassistenten. Ausbilder Christian Reppel erklärt den Unterschied. Naja, es war immer nicht so richtig Fisch und Fleisch. Also man konnte im Rettungsdienst arbeiten, hatte irgendwie eine Berufsausbildung, hatte Verantwortung, aber die Verantwortung war eigentlich überhaupt nicht richtig geregelt. Und mit dem Notfallsanitäter hat man versucht, das Ganze mal so ein bisschen auszumerzen. Es gibt halt ein neues Gesetz und man will den nichtärztlichen Rettungsdienstkräften jetzt auch ein bisschen Regelkompetenzen an die Hand geben. Und genau die Dinge trainieren wir halt jetzt. Schönen guten Tag, Rettungsdienst. In der Schule gibt es Räume mit unterschiedlichen Szenarien. So können die angehenden Retter unter möglichst realen Bedingungen trainieren. Machen Sie einmal ganz weit den Mund auf, ich gucke einmal rein. Die Situation wird in den Schulungsraum übertragen. Christian? Atemwege frei, kein Problem. Kein Problem, verstanden. So, ich höre Sie einmal ganz kurz ab. Nur der Patient, gespielt von Alessandro, weiß, was er hat. Das Rettungsteam, also Dennis und Torben, müssen es so schnell wie möglich herausfinden. Okay, also wir haben einen Asthmaanfall vermutlich. Ja. Wir machen gleich einmal Sultanol, Infusion. Wichtig ist jetzt schnell zu klären, was dem Patienten fehlt. Mit dem medizinischen A, B, C, D, E-Schema versucht Dennis, es herauszufinden. Was den Patienten zuerst umbringen könnte, das behandeln wir zuerst. Wir haben festgestellt, er hat ein B-Problem, also er kann nicht richtig atmen und das müssen wir halt beheben. Wir geben ihm noch ein weiteres Medikament, das ist ein Cortison. Medikamente geben durfte bislang eigentlich nur der Notarzt. Mit der neuen Ausbildung dürfen es jetzt auch Notfallsanitäter. Wir haben uns erstmal gegen den Notarzt entschieden. Hier wäre die Möglichkeit, einen Notarzt zu holen, aber wir sollen ja darauf gelernt werden oder lernen, das ohne einen Notarzt auch zu stemmen. Und einmal Atrovent mit rein und dann Cortison bitte auch auf 250 Milliliter. Mhm. Und versuchen halt so die Situation so zu entschärfen, dass wir den transportieren können. Stabil und ohne Probleme dann zum Krankenhaus. Möchtet ihr noch was machen? Wir würden abtransportieren. Wir würden jetzt transportieren. Dann, Dankeschön. Zum Üben. Und jetzt klappt's. Im Schulungsraum wird die Situation besprochen. Also im Großen und Ganzen fand ich das ganz gut. Patient ist halt ins Krankenhaus gekommen. Er hat ein Beatmungsproblem, das haben wir oder hast du relativ schnell erkannt, beziehungsweise auch dann kommuniziert.
Ja, ihr habt euch jetzt entschieden, keinen Notarzt zu bestellen. War das in Ordnung in der Situation? Also es war ein kritischer Patient und ich habe halt minimalinvasiv angefangen zu arbeiten. Dadurch hatte ich eine Verbesserung und deswegen habe ich mich halt gegen einen Notarzt entschieden. Wenn das halt so massiv gewesen wäre, dass ich auch zum Beispiel mit der Frequenz so hoch wäre, dass ich keine Medikamente geben könnte. Ja, okay. Nee, sonst gut gelaufen. War gut. Dann starten wir in den nächsten Fall. Jetzt sind Torben und Alessandro die Retter und Dennis spielt das Unfallopfer. Guten Tag. Was ist denn passiert? Ich bin noch ein bisschen vom Fahrrad gefahren. Haben Sie Schmerzen in den Beinen? Ja. In welchen denn? Im linken. Dann warten wir mal einmal den Blutdruck. Alles, was die beiden angehenden Notfallsanitäter jetzt machen, wird von den anderen beobachtet und bewertet. Mach mal das Hemd hier. So, ich möchte einmal meinen Finger nicht erschrecken, wird einmal nass. Wir messen einmal den Blutzucker, das piekst gleich einmal. Wie groß ist die Angst, einen Fehler zu machen? Ja, die spielt schon irgendwo mit, aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir gerade so einen hohen Adrenalinspiegel in dem Moment, dass man da gar nicht so drüber nachdenkt. Im Zweifel, wenn wir uns halt unsicher sind in der Situation, was natürlich immer mal vorkommen kann, dann bestellen wir den Notarzt nach. Quasi als Absicherung nochmal. Jede Situation ist anders, jeder Patient ist anders. Dann kommen noch Allergien bei den Patienten dazu zum Beispiel. Dann muss man wieder anders handeln. Also so eine gewisse Angst spielt da immer mit. Ja. Leben retten, das gelingt nicht immer. Auch darauf versucht die Rettungsschule, die angehenden Notfallsanitäter vorzubereiten. Hat jemand von euch schon mal genau so eine Situation erlebt? Ja. Das ist, passiert doch ab und zu mal selten, aber es passiert, dass man zum Patienten hinfährt, auch teilweise ohne Arzt. Guckst du bitte, ob der Torx sich mal weg? Torx 70. Das war 100 zu 60. Wie steckt man denn den ersten Toten weg? Also ich muss sagen, ich fand das schon schlimm. Aber man merkt, also ich habe zumindest für mich persönlich gemerkt, dass du siehst den Leuten an, dass da kein Leben mehr drin ist. Und das macht es ein bisschen einfacher. Also das verfolgt einen jetzt nicht. Und wenn es das tut, dann sollte man echt überlegen, ob das halt so der richtige Beruf ist. Das ist auch so mit Toten oder mit belastenden Einsatzsituationen. Früher hat man immer eigentlich gesagt so, naja, stell dich nicht so an, musst du mit klarkommen. Und mittlerweile ist schon das Bewusstsein da, dass man damit offensiv umgehen muss und die Chance haben muss, auch zu drüber reden. Frisst man es in sich rein, ist halt irgendwann vielleicht der Punkt, wo man einfach nicht mehr arbeitsfähig ist. Und Rettungsdienstpersonal ist knapp, also versucht man mit dem Personal, was man hat, eigentlich auch gut umzugehen und zu pflegen, dass es möglichst lange noch Einsätze fahren kann. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Der Rettungsdienst. Guten Tag. Hallo, Pardon, mein Name. Was kann ich für Sie tun, was passiert? Bei dieser Übung werden die angehenden Retter an ihre Grenzen kommen. Dennis spielt einen Patienten, der kaum atmen kann. Und das auf einem engen Balkon. Setzen Sie einmal auf den Boden. Der Ausbilder kann aus dem Seminarraum den Überwachungsmonitor steuern. Kammerflimmern und ist reanimationspflichtig. Ich werde einmal. Wir haben jetzt eine sehr, sehr kritische Situation. Dem Patienten muss geholfen werden. Er hat ja vermutlich einen Verschluss in den Herz-Kranzgefäßen. Wir können jetzt vorbeugen mit unseren Medikamenten, dass sich das nicht weiter zusetzt. Und mit dem Berufsbild des bisherigen Rettungsassistenten, welche Kompetenzen hätten Sie jetzt in dieser Situation gehabt? Keine. Torben und Alessandro verlieren den Kampf in dieser simulierten Situation. Wir haben natürlich keinen Beatmungsbeutel vorbereitet. Ja, ich habe euch jetzt natürlich ein bisschen sehr extrem stark belastet. Hattet ihr damit gerechnet, dass sich der Patient noch so verschlechtert? Nee, habe ich nicht. Wir haben vergessen, Beatmung bereitzustellen, die Absauge fertig zu machen, falls der Patient aspiriert. Genau deshalb werden Situationen wie diese immer wieder geübt. Für den Ernstfall, der ganz schnell kommen kann. Torben Kortiol ist jetzt im praktischen Teil seiner Ausbildung. Eine Frau hat einen Notruf abgesetzt. Ihrem Mann geht es nicht gut. Die Leitstelle schickt die Notfallsanitäter erstmal alleine los. Ach, da. Ich weiß nicht. Hallo. Der Rettungsdienst. Was können wir für Sie tun? Torben hat vorerst das Kommando. Mir ist eben schwindelig geworden. Schwindelig? Sind Sie auch umgekippt oder so? Ich habe mich schnell hingesetzt.
Das EKG zeigt, der Fall ist ernster als gedacht. Jetzt übernimmt Ausbilder Sascha. Tommy, ich übernehme jetzt hier, oder? Ja, ich mache die Infusion, empfehle, dann kann ich auch. Ja, das ist jetzt im Moment normal. Wir versuchen noch schnellstmöglich was dagegen zu unternehmen, ja? Wir haben jetzt einen Notarzt nachbestellt. Wir werden ihn jetzt noch eine Nadel legen, in die Hand drücken, damit wir Medikamente geben können. Wenn ein Patient so massive Herzprobleme hat, muss der Notarzt kommen. In diesem Fall ist es eine Notärztin, die jetzt auf dem Weg ist. Kommst du gerade dran in BZ? Nee, du machst gerade. Alles ist soweit von uns abgedeckt. Sie müssen erstmal keine Angst haben. Ich brauche mal einmal einen Finger von Ihnen, am besten von der. Genau. Einmal zum Blutzucker messen, piekst einmal, ja? Wie alt waren Sie? 74, knapp 75. Okay. So, hier einmal ein bisschen draufdrücken mit dem Daumen. Ja, gut, 96 der Blutzucker. 96, ja, verstanden. Haben Sie vielleicht einen Entlassbrief oder sowas nochmal griffbereit für uns von dem Herzinfarkt damals, wo alles an Medikamente und so draufsteht noch, was er einnimmt? Ein Zettel, dass wir da was mitnehmen können? Schau mal. Jo, danke. Die Notärztin ist inzwischen eingetroffen und hat den Patienten so weit stabilisiert, dass er ins Krankenhaus gebracht werden kann. Aber natürlich, die kommt auch mit. Die sitzen da vorne in der Ärzte, die sitzen schon vorne drin. Torben hatte bei diesem Einsatz nicht damit gerechnet, dass es gleich um Leben und Tod geht. Dann kommt man da rein und auf den ersten Blick sieht man schon, dem Patienten geht's augenscheinlich nicht gut. Und man macht so sein Schema dadurch, das ABCDE-Schema durch und merkt nach Sekunden quasi, dass er schon mehr als kritisch ist, der Patient, und dass wir ihm schnell helfen müssen. Das ist wieder das Abwechslungsreiche an dem Job. Es kann immer alles oder gar nichts sein und man muss halt von jetzt auf gleich dann 100% geben. Der Patient wird noch am gleichen Tag einen Bypass bekommen. Heute geht es ihm wieder gut. Wie hat sich der Torben geschlagen? Also es ist natürlich immer noch vom Ablauf her, wenn das noch nicht so einstudiert ist, dann ruckelt das noch ein bisschen. Aber ansonsten kam alles das, was kommen musste. Und es wurde auch ziemlich schnell erkannt, dass der Patient kritisch ist. Wir müssen jetzt wieder die Einsatzbereitschaft herstellen. Das heißt, wenn wir jetzt gleich hier alles gecheckt haben nochmal, was wir verbraucht haben, die Gerätschaft soweit wieder in Ordnung gebracht haben, kann es ja sein, dass wir gleich vom Hof fahren und den nächsten Einsatz innerhalb der nächsten 2-3 Minuten kriegen. Das heißt also, nach dem Einsatz ist immer vor dem Einsatz. Okay. Wir sind abfahrbereit. Wie gesagt, ich habe immer hier. Dennis ist noch mitten im Einsatz. Mit dem Mann, der in der Garage gestürzt war. Wir sind doch da, wir fahren Sie ins Krankenhaus, war alles gut. Dennis hat jetzt eine erste Vermutung, was dem Patienten fehlen könnte. Und auch die ersten Untersuchungen werden gleich zeigen, ein wirklicher Notfall war das nicht. Hallo. Es hat sich herausgestellt, dass es irgendwie nicht so richtig nach Atemnot klang. Also das war eher so ein subjektives Atemnotgefühl. Vermutlich ist es auch eher ein anderes, dauerhaftes Problem bei ihm. Wie oft kommt das vor, dass der Einsatz nicht wirklich ein schwerer Einsatz war? Sehr oft. Also es ist öfter, dass man öfter als man glaubt, dass der Einsatz wirklich schwerer gemeldet ist und hinterher irgendwelche Bagatelldelikte rauskommen. Wie hat sich denn der Dennis jetzt geschlagen? Ja, Dennis hat sich sehr gut gemacht. Also bei dem Einsatz, als sie eingetroffen sind, er hat, glaube ich, sofort erkannt die ganze Situation. Eine kleine Unsicherheit, wo man mal hochguckt und sagt, was mache ich jetzt? Das gibt schon, wenn es eventuell bei den Eingaben von den Medikamenten auf die Dosierung, so mal, was er erzählt, schon mal richtig ist. Aber dafür sind wir da, dafür ist er auch da, dafür macht er das Ausbildung und auch das kommt sicherlich noch. So ein Dienst dauert 24 Stunden. Tom Koziol hat es für heute geschafft. Übergabe an das nächste Team, bei dem heute Alessandro dabei ist.
Torben darf jetzt schlafen gehen. Alessandro wird von seinem Team eingewiesen. Dirk ist heute unser Logistiker. Wir machen komplett Anamnese und Diagnostik. Okay, alles klar. Kommst du klar mit ABCD-Schema, alles so wie gehabt. So wie gehabt. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt 8.18, dann machen wir jetzt gleich Check 1. Was kann so ein Tag jetzt bringen? Es kann ganz vielseitig sein. Also es kann nichts sein, es kann alles kommen. Schwerer Verkehrsunfall, Reanimation, Herzinfarkt. Also da stecken wir nicht drin. Auch Torben Seel aus Bielefeld ist jetzt im praktischen Teil seiner Ausbildung. Der Notruf kommt aus einer Firma. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einen Patienten haben werden, der vermutlich auf jeden Fall Schmerzen haben wird. Ob das dann gezwungenermaßen die Nierenkoliken, die gemeldeten sind, sehen wir dann halt, aber das checken wir dann quasi aber auch erstmal. Der Werksanitäter weist das Team ein. Seit wann hat er das? 10 Minuten? Ja, alles klar. Hallo. Wie ist das passiert? Ich habe da dem Lkw-Fahrer geholfen, die Plane aufzumachen. Und das hat ein bisschen geklemmt, da habe ich geguckt, dann habe ich schon gestrichen. Also ganz leicht, aber im Rücken. Und jetzt beim Beladen ist es immer schlimmer geworden. Und eine Schmerzskala von zwischen 0 und 10. 10 geht nicht mehr. Ja, also die 8 habe ich schon gehabt, glaube ich. 8. Mal 40 zu 90. Ich würde ihn tatsächlich jetzt erstmal gleich wirklich schon erstmal ins Auto kriegen und dann die weiteren Untersuchungen im Auto machen, weil hier ist A relativ laut und ich würde einmal gucken, wie er so motorisch und überhaupt unterwegs ist. Also. Torben tippt auf einen Bandscheibenvorfall. So. Schon mal irgendwann im Leben Paracetamol genommen? Was das angeht, bin ich eigentlich recht unempfindlich. Ja. Das haben sie auch ganz gut vertragen. Okay, alles klar. War keine Unverträglichkeiten gegen Paracetamol hat er auch. Das ist schon mal gut. Wir fahren aber in Franziskus. Franziskus, verstanden. Alles gut, Männer? Ja. Gut. Torben soll jetzt die Patientenübergabe an den Arzt machen. Das haben seine Ausbilder spontan entschieden. Zu spontan für Torben. Jürgen springt ein. Er hat natürlich den Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10 auch bis 8 hoch verortet. Zwischendurch während der Fahrt auf 5. Hat ein leichtes Kribbeln in den Beinen, ein pelziges Gefühl jetzt. Wo ist das pelzige Gefühl? Auf dem Fuß, oben, Beinen. Auf beiden? Okay. Wenn ich jetzt hier mal, kann ich, das ist der Schmerz. Aha. Was der Mann wirklich hat, wird Torben nicht mehr erfahren. Sein Einsatz ist hier beendet. Mit der Patientenübergabe hadert er noch. Weißt du, wenn ich die Übergabe machen soll, dann möchte ich das nächste Protokoll aber auch gerne wieder schreiben. Also ich mag das lieber, wenn ich selber schon vorformuliere auf Protokoll, wenn ich selber die Übergabe mache. Das ist so ein Fimmel. Weißt du, was ich meine? Machst du egal, wenn wir das hier sagen, Junge. Was machst du da? Ich hab dir extra die Räder verkannt. So, ich wollte den Winkel so ein bisschen. Ja, wir sitzen. Auf Gang. Hallo, Rob. Es regnet am Wald rum. Welche Nummer brauchen wir? 4. Es ist jetzt ein Brand gemeldet. Heckenbrand in Quelle. Wir fahren jetzt mit Sonderrechten dahin. Die Leitstelle hat uns gerade informiert, vermutlich werden wir das erste eintreffende Rettungsmittel sein. Sonderrechte heißt mit Blaulicht und Martinshorn. Dann gelten auch keine Verkehrsregeln mehr. Dennis? Ja? Da brennt es definitiv, eine Rauchsäule ist schon zu erkennen von hier aus. Ja. Also der Kollege sagt auch gerade, eine Rauchsäule ist schon zu sehen, also es wird auf jeden Fall brennen.
Wenn es brennt, wird meistens auch ein Rettungsteam dazu gerufen. Für den Fall, dass sich ein Feuerwehrmann verletzt. Dennis und seine Ausbilder stehen für den Notfall bereit. Das war auch richtig am Brennen dann. Ja, der ganze Herd. Ich habe gestern Nudeln gemacht und hatte echt Angst. Auf der Rettungswache in Dortmund bei Alessandro ist es inzwischen Mittag geworden. Und es gab noch keinen einzigen Einsatz. Wie macht man das? Man beschäftigt sich irgendwie, sei es, dass man irgendwie den Fernseher anmacht oder regelmäßig frisch kocht. Man findet schon immer irgendwie auch was. Es ist immer schön, wenn dann ein Einsatz kommt. Man ist dann immer relativ schnell wieder auf Zack. Wenn keiner kommt, dann kommt eben keiner. Genau. Egal, wie sich das Team die Zeit vertreibt. Wenn ein Notruf reinkommt, sollen die Retter innerhalb von 60 Sekunden ausrücken. Warten müssen auch Dennis und Martin. Der Heckenbrand ist inzwischen unter Kontrolle. Feuer aus, sagt er. Okay. Ja, alles klar. Keine Verletzten oder irgendwas. Alles klar. Dankeschön. Dann. Okay. Wir sehen uns. Ciao. Das war's. Man sieht, dass es gebrannt hat. Für Dennis geht es direkt weiter. Dieses Mal ist eine alte Dame in Not. Also in der Stadt ist mehr los. Da sind wir. Die Hausärztin weist euch ein an der Einsatzstelle. Da war heute Morgen schon mal ein Rettungswagen vor Ort. Es ist die Patientin zunehmend apathisch, wach und ansprechbar. Er sollte einmal in der Geriatrie abgeklärt werden. Das war jetzt C3, bitte. Die alte Dame lebt alleine, liegt im Bett und kann nicht mehr aufstehen. Deshalb hat die Hausärztin die Notfallsanitäter alarmiert. Okay, Jungs, ich hab gesagt, ob die irgendwo Morphinpflaster hat oder irgendwas, warum die eben so apathisch ist, aber hat sie alles nicht. Ich lieg mal zu. Die Patientin braucht vermutlich dringend Flüssigkeit über eine Infusion. Doch die Suche nach der Vene ist schwierig. Ich hab was. Gut, dann ist halt einer. Zugang läuft, wird nicht dick. Bleibt auch vorbei. Gucken Sie mir mal auf die Nasenspitze. Oh ja, hab ich. Dieses Mal ist Dennis dran mit der Übergabe. Zack. 84 Jahre alt. Ist heute Morgen gestürzt, da war der Rettungsdienst vor Ort, hat nichts festgestellt. Da war jetzt die Hausärztin vor Ort, hat gesagt, seit Tagen. Wesensveränderung, ist apathisch, hat kein A, kein B, kein C-Problem. Später wird sich herausstellen, die Patientin hat tatsächlich einfach nur zu wenig getrunken. Deine Übergabe fand ich sehr gut. Danke. Es war strukturiert, bist du hinterher auf den Punkt gekommen. Wir waren ein bisschen unsicher mit der ganzen Diagnostik. Ich glaube auch, also das passt halt, das, wie du es gesagt hast. Ne? Das passt vom Wetter her, das ist eine Veränderung. Ja. Aber deine Übergabe gerade war wirklich... Danke, das freut mich. Ab 2026 wird es auf den Rettungswagen nur noch Notfallsanitäter geben. Der wichtigste Teil der Ausbildung ist, zu erkennen, wann ein Notarzt dazu gerufen werden muss und wann nicht. Ja. Vor dieser Frage wird auch Torben Seel gleich stehen. Seine Verschnaufpause dauert nicht lange. Da kommt schon der nächste Funkspruch von der Leitstelle und der hört sich zunächst dramatisch an. In einem Flüchtlingsheim gibt es einen Notfall. Leitstelle Bielefeld für den 6 KTW 4 kommen. Ein Bewohner hat extremen Bluthochdruck, heißt es von der Leitstelle. Kollegen über die Leitstelle haben auch gerade kommuniziert, dass der schon öfters jetzt über 200 lag. Das Problem ist, was uns jetzt auch vorher mitgeteilt wurde, dass der Patient vermutlich nicht so gerne mitkommen möchte. Das Problem ist halt mit der Überzeugungsarbeit, dass wahrscheinlich gleich auch noch eine Sprachbarriere vorliegen wird. Mal gucken, ob wir den Patienten überzeugt kriegen. Mal schauen. Okay. Hi. Einmal hier mal? Ja.
Tag, der Rettungsdienst. 240, 250. Hallo. Okay. Das mit dem Bluthochdruck ist aber quasi schon bekannt bei Ihnen. Also das war ein Zufallsbefund. Versteht er soweit Englisch oder? Ja, versteht gut Englisch. Ah. Er hat überhaupt kein Problem, er wollte eigentlich auch keinen Arzt. Haben wir schon gehört, genau. Die bekamen gerade 210 zu 80. Vor Ort entscheiden die erfahrenen Notfallsanitäter. Sie können dem Mann mit Medikamenten helfen und brauchen deshalb keinen Notarzt. Als er hier quasi ankam? Nee, im anderen. And now you can sit down. Perfect. With the head here. Der Mann kommt nun doch bereitwillig mit ins Krankenhaus. Dort muss abgeklärt werden, warum er so einen Bluthochdruck hat. Torben hatte nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr beim Rettungsdienst gemacht. Dabei entdeckte er den neuen Beruf des Notfallsanitäters. Jetzt finde ich es einfach schön, dass es wirklich mal eine anerkannte Ausbildung ist. Und mal gucken, wie sich das so in den nächsten Jahren noch entwickelt. Das wird ja auch immer noch besser und mehr Verlangen gefördert und auch mehr besoldet. Insofern, ich glaube, das Ganze hat unheimlich viel Potenzial noch. 6 hat den 4 verstanden. Okay, how do you feel? Is anything better? It's a little bit better. Okay. But your blood pressure is still rather high. Die Übergabe an die Ärztin? Dieses Mal kein Problem. Torben wird von Mal zu Mal mutiger. Auch mit seinen Patienten kam er gut klar. Er war auf jeden Fall ein bisschen ängstlich. Er hatte noch nie Kontakt mit dem Krankenhaus oder an sich gehabt. Aber wir haben auf jeden Fall auch quasi so die Dringlichkeit nahelegen können und haben ihn auch relativ gut überzeugen können, dass er dann auf jeden Fall auch mitkommt. Und so insgesamt schon mal Aggressivität erlebt euch gegenüber? Also aktuell nein. Also ich glaube nicht, dass das, was im Moment so im Netz hochgeht, in der Menge wirklich so ist. Also das ist nicht unsere Rückmeldung. Da würden auch viel mehr Kollegen irgendwie mal eine Anzeige schreiben. Es gibt da Aufrufe zu, dass man das meldet. Und die Meldungen, die zumindest bei uns jetzt aufgelaufen sind, sind nicht so, dass wir das irgendwie prägnant nach vorne bringen müssten. Jürgen ist zufrieden mit Torbens Leistung. Prima. Vom Feinsten sozusagen. Hat alles prima gemacht. War orientiert, hat die Situation die ganze Zeit mitbegriffen, gut gearbeitet. Eigentlich hätten wir den da alleine reinschieben können. Das dürfen die angehenden Notfallsanitäter erst nach 3 Jahren. Dann sind sie fertig mit der neuen Ausbildung. 3 Abstiege. Ja. Das ist positiv. Aufsteigen.